wozu braucht man denn Männer? Wir haben doch Jesus. Naja, und wenn doch mal irgendwas brenzlig wird, dann kann man ja zur Beichte gehen. Bei mir, wenn ich einen Babysitter im Kloster finde. Aber zu Wolfgang, da gehe ich nicht mehr beichten. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde.